Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Willkommen im Club der Zyniker. Ja, wow, echt super hier, ganz toll, einfach klasse, juhu. Wir brauchen einen Grill. Ich habe einen kleinen. Ja, ich weiß, aber wir brauchen immer noch einen Grill. Bei Demonstrationen von Bauern wegen den niedrigen Milchpreisen wurden erstmals statt Wasserwerfer Milchwerfer eingesetzt, da Milch einfach weniger kostet. Eine fette Frau tanzte in der Kneipe auf dem Tisch. Ich sagte, tolle Beine. Wirklich? Ja, ein normaler Tisch wäre zusammengebrochen. Ich habe mir gesagt, Peter, jetzt wird kein Alkohol mehr getrunken. Zum Glück heiße ich nicht Peter. Meine Freundin meinte, ich solle aufhören, Witze über ihre Tage zu machen. Als ob, die werde ich always machen. Zur Änderung ihres Vertrages brauche ich noch ihr Kundenkennwort. Bitte? Ihr Kennwort bitte. Moppelfotze 43. Mann, der Pizzabote eben war aber gut gelaunt. Was sagt er gleich nochmal? Lasst es euch schmecken? Haha, euch. Was sagt ein Drogenabhängiger, wenn es an der Tür klopft? Heroin? Meine Freundin ist weg und ich muss kochen. Muss die Pizza direkt ins Wasser oder erst wenn es kocht? Selbst wenn 30 Leute mit mir an der Ampel stehen, drücke ich den Knopf nochmal. Könnte ja sein, dass alles inkompetente Lamas sind. Ist das Wodka in deinem Orangensaft? Ja, aber es ist 7 Uhr morgens. Darum der Orangensaft. Wer nackt schwimmt, braucht keine Bikini-Figur. Beim Zahnarzt. Er rutscht mit dem spitzen Ding vom Zahn ab und rammt es ins Zahnfleisch. Es blutet. Da haben sie nicht richtig geputzt. Bewerbungsgespräch. Chef, erzählen Sie mir etwas über sich. Ich lieber nicht, ich will den Job wirklich haben. Wie nennt man einen chinesischen Zugführer? Waggon. 1979 wollte man eine Frau für ein halbes Jahr ins All schicken. Sie packt immer noch. Erst kürzlich wurde mir vorgeworfen, dass wir YouTuber allesamt verwöhnte Schnösel sind. Mir wäre vor Entsetzen fast mein Monokel in den Kaviar gefallen. Ich dachte, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Jenny, 13, ist jetzt schwanger. Hier starrt eine Frau aufs Handy und wenn ihr Kind im Kinderwagen schreit, gibt sie ihm ohne hinzusehen Kekse. Die sind übrigens sehr lecker. Heute gesehen, dass es Oettinger auch alkoholfrei gibt. Wer macht denn sowas? Das ist ja wie Scheiße. Mit Scheißestückchen. Meine Eltern sind schon so lange verheiratet, dass mein Vater nicht mehr links und rechts schaut, bevor er die Straße überquert. Wissen Sie, warum ich sie angehalten habe? Da es beim Fahren zu windig zum Reden ist? In der Dusche gibt es zwei Temperaturen. Satans Arschloch und meine Nippel könnte man als Nahkampfwaffen verwenden. Du weißt, dass deine Freundin fremd geht, wenn sie dir sagt, dass sie bei Lena übernachtet, aber Lena neben dir im Bett liegt. Yo, Daumen hoch und Like und abonnieren, um mich zu unterstützen. Oder zeigt dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.